Als ich die Substanz zum ersten Mal genommen hatte, ging ich ins Museum. Plötzlich verstand ich, warum der Maler seine Bilder so und nicht anders gemalt hatte. Und um genau diese Art Kommunikation geht es mir. Es geht darum, die Pforten der Wahrnehmung zu öffnen. Unser Geist setzt sich aus Gedanken, Erinnerungen, Zukunftsträumen zusammen. Doch sie sind hinter verschlossenen Türen verborgen. Und die einzige Möglichkeit, an sie heranzukommen, ist, diese Türen aufzustoßen. Behutsam, eine nach der anderen, um nicht Gefahr zu laufen, von der schieren Informationsflut überwältigt zu werden. Denn nur wer die Pforten der Wahrnehmung öffnet, kann sich selbst finden. In jedem von uns verbirgt sich ein Tier. In uns allen steckt ein solches unbekanntes Tier. Es ist das Unbewusste in uns, wohlgemerkt nicht zu verwechseln mit dem Unterbewusstsein. Und solange wir dieses Tier nicht ein wenig kennengelernt haben, werden wir mit unseren psychischen Problemen niemals Frieden schließen können. Irgendwie war die Welt verzaubert. Sie war vorher dämonisiert gewesen und jetzt geriet ich in einen Zustand der Verzauberung der Welt. Unbeschränkten Zugang zu allem zu haben, würde an Schizophrenie grenzen. Schau dir das an. Ich erinnere mich hieran und daran. Ich erinnere mich daran, mit Gott gesprochen zu haben. Ich erinnere mich an alles, was passiert ist. Man kann sich nicht mehr gefahrlos in der Gesellschaft bewegen. Das ist die negative Seite der Pforten der Wahrnehmung.